Er sagt: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ganz interessant, zweimal kommt das Wort Taqwa hier vor. Wo ihr die Iman habt, habt Taqwa, Nummer 1. Dann das zweite: Waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Und jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Und dann nochmal, wattaqullah, und habt Taqwa vor Allah. Hier sind einige ganz interessante Punkte. Nummer 1, was heißt denn morgen? Waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Was ist morgen? Morgen, hiermit ist gemeint die Akhira, das Jenseits, das kommende Leben. Aber interessant ist hier, dass Allah Ta'ala es morgen nennt. Warum? Ist der Morgen fern? Der nächste Tag, der kommt, dein Morgen, ist es etwas, was man, yani, worauf man lange warten muss? Muss man nicht lange warten. Und deswegen nennt Allah Ta'ala die Al-Qiyamah, das Auferstehen, das nächste Leben, er nennt es morgen, weil es nicht weit ist. Es ist nicht fern. Und das haben wir im letzten Dars, glaube ich, erwähnt. Das ist nämlich eine ganz relative Sache. Du, in Relation zu der Ewigkeit, oder lassen wir die Ewigkeit mal beiseite, weil die Ewigkeit ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Etwas Unendliches kann sich der Mensch nicht so leicht vorstellen. Nehmen wir 1 Million Jahre. Sind 50 Jahre in Relation zu 1 Million Jahre lang? Sind nicht lang. Zu 60 Jahren, 70 Jahre, die ein Mensch vielleicht lebt, sind sie nicht lang. Und deswegen nennt Allah Ta'ala das Jenseits morgen. Aus diesem Grund. Und Allah Ta'ala sagt auch über diesen Fakt hier, dass das Leben, das nächste Leben schon sehr nah ansteht. Er sagt, وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. Und denken Sie nicht darüber nach, dass möglicherweise Ihre Abfahrt, ich nenne es mal Abfahrt, Ihre Abfahrt schon ansteht. Ajal, der Ajal, der Termin, die Frist. Und Allah Ta'ala sagt an einer Stelle, وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Und Sie sehen es noch fern. Sie sehen es fern. Sie empfinden, dass es fern ist. Aber wir sehen es schon sehr nah angerückt. Na, jedenfalls, hier in diesem Vers wird die Taqwa zweimal erwähnt. Warum? Und beachte mal, wie die Taqwa angeführt wird. Erstmal sagt Allah Ta'ala, ittaqullah. Dann sagt er, jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Oder was sie für morgen vorausschickt, das spornt dich zum Handeln an, richtig? Diese Aussage soll dich zum Handeln und zum Tun bewegen. Damit du die nötigen Vorkehrungen nimmst, bevor es zu spät ist. Und dann sagt Allah Ta'ala nochmal danach, nachdem du diese, also es wird jetzt von dir, es wird angenommen jetzt, dass derjenige, der diesen Vers oder diese Ermahnung gehört hat, auch tatsächlich etwas ins Bewegen gebracht hat. Und danach ermuntert ihn Allah Ta'ala dennoch noch einmal, ein zweites Mal zur Taqwa auf. Wattaqullah. Das ist die Muhasaba nach dem Tun. Nochmal abzurechnen, nachdem man getan hat. Also ihr seht, wir haben eine Abrechnung vor dem Tun. Das ist die erste Taqwa. Mit sich selbst abrechnen. Und dann nochmal eine Form der Taqwa, welches wieder eine Abrechnung ist, nachdem du die Tat ausgeführt hast. Und deswegen wiederhole ich auch nochmal die Aussage von Al-Hasan, die ist hier nämlich auch, findet hier auch Anwendung, ist hier nicht fehl am Platz, als er sagte, Al-Mu'minu qawwamu nafsihi. Der Mu'min ist Hüter seiner selbst. Hüter seiner selbst vor dem Ausführen einer Handlung. Warum, weshalb und wie? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte, warum man etwas tut.
weshalb man etwas tut, wie man etwas tut, was man damit erreichen möchte, wen man damit imponieren möchte. Und während der Tat und nach der Tat ist erhöhter seiner selbst.